150 Jahre und kein bisschen leise. Karl Marx ist wieder Thema, auch bei uns. Außerdem in Kulturzeit. Keine Gnade, China und die Witwe des Nobelpreisträgers. Pleite, Schlammschlacht um die Documenta. Guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen bei der Kulturzeit. Nicht aufgeben, auch wenn man eigentlich nicht mehr weiter kann. Die Witwe des chinesischen Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobo ist so eine Kämpfernatur. Der Tod ihres Mannes hat die Welt erschüttert. Trotz seines Wunsches nach medizinischer Behandlung im Ausland hat Peking den Regimekritiker nicht ausreisen lassen. Vergangenen Juli ist der Bürgerrechtler nach jahrelanger Haft an Krebs gestorben. Nun machen sich Freunde Sorgen um seine Witwe Liu Xia. Sie wird von der Außenwelt abgeschirmt, kaum jemand darf zu ihr. Dabei soll Chas Gesundheitszustand kritisch sein, körperlich wie seelisch. Sascha Stoffner über ein tragisches Schicksal und Behörden, die noch immer keine Gnade kennen. Ihr blieb nur die Trauer. Liu Xia, Witwe des Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobo, bei der Seebestattung ihres Mannes Mitte Juli. Seitdem wird sie von der Außenwelt abgeschottet. Ihre Freunde machen sich Sorgen. Wenn sie weiter isoliert gehalten wird, dann wird sich ihre Situation noch sehr verschlimmern. Ich bin sehr besorgt, dass Liu Xia diesen Druck, die Depression und Einschränkung ihrer Freiheit nicht durchsteht, besonders nach dem Tod von Liu Xiaobo. Viele Freunde und Unterstützer wären zu der Trauerfeier gekommen. Eine potenzielle Gefahr für Peking. Es hätte zu Protesten kommen können. Doch kurz nach Liu's Tod veröffentlichen die Behörden dieses Schreiben der Witwe. Sie wünsche sich eine schnelle Seebestattung im engsten Familienkreis. An der Echtheit des Schriftstücks gibt es keine Zweifel, an der Botschaft schon. Wenn Sie mich fragen, das war doch nicht Ihr Wille. 2010, der leere Stuhl in Oslo. Als ihr Mann, der Bürgerrechtler Liu Xiaobo, den Friedensnobelpreis verliehen bekam, war er schon im Gefängnis. Seine Frau Liu Xia konnte nicht für ihn nach Oslo fahren. Peking nahm sie in Sippenhaft, stellte sie unter Hausarrest. Nur selten gelangen Interviews mit ihr. Ich habe wirklich nicht erwartet, dass er den Nobelpreis gewinnt. Und ich kann das Haus nicht verlassen. Das ist doch absurd. Absurder hätte Kafka das nicht schreiben können. Seit 7 Jahren lebt sie unter ständiger Überwachung. Die Haare rasierte sie sich selber ab. Sie leidet unter schweren Depressionen, eine gebrochene Frau. Damals versuchte auch der Freund Hao Jian, Liu Xia zu sprechen. Er nutzt zur Kontaktaufnahme einen Laserpointer. Wenn sie den Lichtstrahl sieht, erscheint sie am Fenster auf der Rückseite des Hauses, das von vorne streng bewacht ist. Sie kam zum Fenster und wir hörten nur, wie sie weinte und uns bat zu gehen, obwohl sie eigentlich mit uns reden wollte. Aber sie hatte Angst, uns in Schwierigkeiten zu bringen. Die Regierung in Peking behandelt sie wie eine Kriminelle. Dabei hat sie nichts verbrochen, nur ihn geliebt, den Dissidenten Liu Xiaobo. Sie heiratet ihn, als er seine Haftstrafe für die Teilnahme an den Protesten auf dem Platz des Himmlischen Friedens absitzt. Sie, die Poetin und Künstlerin, die sich als unpolitisch bezeichnet, jedoch etwa durch ihre Serie Hässliche Babys ein düsteres, verstörendes Bild auf die Gegenwart zeichnet. Ihr Mann, der zu Demokratie aufrief und dafür seit 2009 im Gefängnis saß, Gefangenschaft bis zum Tod. Nur am Ende durfte Liu Xia bei ihrem Mann im Krankenhaus sein. Da war bei ihm schon Leberkrebs im Endstadium diagnostiziert worden. Die Ausreise zur ärztlichen Behandlung verbot Peking. Sie begleitet ihn beim Sterben. Dann war sie allein und weiter gefangen.
Deutschland hatte der chinesischen Regierung angeboten, Liu Xia aufzunehmen. Doch die Behörden spielen den Fall herunter. Liu Xia werde nach chinesischem Gesetz behandelt. Wir verbieten uns in diesem Fall jegliche Einmischung aus dem Ausland. Liu Xias Rechtsanwalt verurteilt die Vorgehensweise. Auch nach chinesischem Recht kann man keinen Menschen grundlos festhalten. Die besondere Situation von Liu Xia ist, dass sie gar nichts dafür kann. Liu Xia hat keine Straftat begangen, es gibt keine gerichtliche Entscheidung von juristischer Stelle. Es ist illegal, dass man sie in ihrer persönlichen Freiheit einschränkt. Vor kurzem ein YouTube-Video von Liu Xia taucht auf, aber nicht von ihr selbst gepostet. Offensichtlich adressiert ans Ausland, denn YouTube ist in China gesperrt. Das Video ist in Südchina gefilmt. Mittlerweile soll sie zurück in Peking sein. In dem Video sagt sie, sie brauche Zeit zum Trauern und dass die Ärzte alles getan hätten, um Liu Xiaobo zu retten. All diese Aussagen braucht die Staatssicherheit, um die Bedenken des Auslands zu zerstreuen. Liu Xia wurde dazu gezwungen. Liu Xia und ihr Mann, gedruckt auf ein T-Shirt. Hu Jia und andere Aktivisten wollen damit die Menschen aufrütteln. Aber in China kennt kaum einer das Schicksal der beiden. Die Regierung griff durch, hat 7 Dissidenten vorläufig festgenommen, die in dem T-Shirt eine Gedenkfeier für die beiden abgehalten hatten. In Hongkong geschieht das, was im Rest Chinas unmöglich ist. Zu Tausenden zeigen sie ihre Trauer um Liu Xiaobo und die Angst um seine Frau in aller Öffentlichkeit. Der Appell an die Regierung in Peking: Lasst Liu Xia frei. Vermisstenanzeigen gegen das Vergessen. Wir hoffen, dass alle Chinesen auf der ganzen Welt zusammenarbeiten für Liu Xia und wir hoffen, dass die chinesische Regierung sie freilässt, sodass sie selbst entscheiden kann, wo sie leben will. Amnesty International hat von Hongkong aus schon viele Aktionen für Liu Xiaobo und seine Witwe initiiert. 70.000 Unterschriften haben sie für Liu Xias Freiheit gesammelt und an den chinesischen Staatschef Xi Jinping geschickt. Wir glauben, dass in solchen prominenten Fällen wie Liu Xiaobo und Liu Xia ununterbrochener internationaler Druck nicht schadet, sondern die Aufmerksamkeit noch erhöht und Liu Xias Situation verbessern hilft. Liu Xia, bei ihrem Mann kannte Peking keine Gnade. Wie lange noch muss sie auf ihre Freiheit warten? Diese Frage wird immer dringender. Deutschlands Außenminister Sigmar Gabriel reist am Sonntag zu einem Kurzbesuch nach Peking. Menschenrechtsaktionen, Aktivisten fordern den SPD-Politiker auf, sich für Liu Xia einzusetzen. Was hätte wohl Karl Marx zur Lage in China gesagt? Gestern vor 150 Jahren ist sein Hauptwerk Das Kapital erschienen. Seither sitzt der deutsche Philosoph auf der Anklagebank der Geschichte. Kommunistische Despoten nicht nur in China haben sich immer wieder auf ihn berufen. Eine neue Biografie von Jürgen Neffe spricht den Chefideologen des Sozialismus nun von den Vorwürfen frei. Marx sei es nicht um Unterdrückung, sondern um Freiheit gegangen. Andreas Lueck. Der Friedhof Highgate im Norden Londons, der früher wie heute gern sogenannten Hauptstadt des Kapitalismus. Hier ruht im unscheinbaren Familiengrab Karl Marx, der bahnbrechende Denker, bekanntester Rauschebart und Posterheld der Welt. Begraben schienen nach dem Ende des Kommunismus auch seine Gedanken. Marx, der mit Hegels Wort tote Hund der Geschichte. Heute, da der Kapitalismus sein Glücksversprechen für alle nicht erfüllt, ist Marx wieder da. Ohne Bart könnte er einer der Passanten im London der Gegenwart sein. Karl Marx, der Unvollendete. Einmal ist er der Unvollendete in seinem Werk. Er hat ja weniger als ein Drittel dessen, was er geschrieben hat, überhaupt in seinem Leben
publiziert gesehen. Und dann glaube ich eben, und das ist das Programmatische an meinem Buch, dass seine Zeit noch nicht abgelaufen ist, sondern eher noch gekommen wird oder gekommen ist gerade. Im England der industriellen Revolution ist Marx Zeitzeuge eines entfesselten Frühkapitalismus. Die Hölle der Produktion, Kinderarbeit inklusive, kennt er genau. Und erzeugen Massenproduktion, Globalisierung, Digitalisierung heute nicht bei vielen ein ähnliches Lebensgefühl? Die Entfremdung des Menschen von seiner Arbeit und schließlich von sich selbst? Der Begriff ist deshalb so wichtig, weil er sich eigentlich als Kontinuum durchs Werk zieht, auch wenn er nachher nicht mehr so genannt wird. Später spricht er im Kapital von fremden Mächten, die uns beherrschen. Und das ist dieser, was wir Kapitalismus nennen, der eigentlich wie eine Formel funktioniert, sage ich, die sich selbst erfüllt. Also er klagt auch nicht Kapitalisten an, sondern den Kapitalismus. Er verurteilt nicht Reichtum, das wird immer falsch gesagt, sondern er kritisiert Armut. Jürgen Neffe beschreibt Marx' Wirken und Wirkung mit Blick auf die Gegenwart. Frei nach Kierkegaard. Geschichte geht immer vorwärts. Verstehen können wir sie nur rückwärts. Vom Jurastudenten zum politischen Journalisten, dem von Zensur und Geheimdienst Verfolgten, der im Exil das Revolutionsjahr 1848 erlebt. Das Buch entfaltet Marx' Gedankenwelt, seine Fundamentalkritik am Kapitalismus. Mit Freund und Helfer Friedrich Engels formuliert Marx das Kommunistische Manifest. Allein später die von Arbeitern kaum je gelesene Bibel der Arbeiterklasse, das Kapital. Im Meinungsstreit schont Marx weder Feind noch Freund. In exzessiv ausgelebter Dialektik ist er, so Neffe, mal weiser, mal wüterig. Wenn es um politische Gegner ging, konnte er austeilen und auch vernichtend Reden schreiben. Also von Bakunin bis Lassalle, er hat alle niedergemacht. Es waren auch am Ende ganz wenig Freunde übrig. Ich habe mich dann oft gefragt, man kommt ja so Menschen auch nah, warum machst du das? Also das waren teilweise auch völlig unnötige Grabenkämpfe. Hat er seine Zeit mitvertan, seine Energie vergeudet. Ein Marx der Widersprüche. Auch seine Kinder und die selbst hochbegabte Gattin Jenny hatten einiges mit ihm auszuhalten. Theorie und Praxis passten kaum zusammen. Der Experte des Geldes konnte selbst nicht haushalten. Frau Marx, Jenny von Westfalen, hat in ihrer Jugend auch nicht gelernt, mit Geld umzugehen. Und wenn da zwei solche zusammenkommen, haben die ein Problem. Die haben es immer mit vollen Händen ausgegeben, was ich sehr sympathisch finde. Keine schwäbische Hausfrau, die spart, sondern wenn sie was hatten, haben sie Freunde eingeladen und haben Partys gemacht und gut gelebt. Und dann war es wieder alle. Auch große Erbschaften in einem Jahr durchgebracht. Auch Jürgen Neffe unternimmt es in seiner Biografie, Marx vor den Marxisten zu retten. Die russische Oktoberrevolution vor 100 Jahren passte nicht in sein Konzept. Zu früh, zu isoliert. Schon gar nicht hätte ihm gefallen, wie Lenin und andere die Diktatur des Proletariats verwirklichten. In seinem Marx-Namen, aber nicht in seinem Sinn. Marx war vor allem revolutionär. Mitzuwirken in dieser oder jener Weise am Sturz der kapitalistischen Gesellschaft und der durch sie geschaffenen Staatseinrichtungen, mitzuwirken an der Befreiung des modernen Proletariats, das war sein wirklicher Lebensberuf, das war sein Element. Ich bin viel in der DDR gewesen, da wurde ein Marx-Bild geschaffen. Und da gibt es vielleicht ein schönes Beispiel, das haben mir einige Freunde aus dem Osten erzählt. Bei Marx steht ganz klar, er ist für mich der Philosoph der Freiheit. Und der Satz heißt, die Freiheit des Einzelnen ist die Voraussetzung für die Freiheit aller. In der DDR hieß es, die Freiheit aller ist die Voraussetzung für die Freiheit des Einzelnen. Also wartet mal, bis wir alle frei sind. Und das zeigt sehr schön diese Verdrehung. Paris 2016. Der Protest gegen Arbeitsmarktreformen schlägt um in offene Gewalt. Vorrevolutionäre Szene. Und überhaupt, hat er nicht alles vorhergesehen? Beinahe Kollaps der Finanzsysteme. Dramatisch wachsende Ungleichheit. Die Welt in der Hand von Assadeuren. Fehlt nur noch die Weltrevolution. Also eine Revolution, das ist ja Marx' Kerngedanke. Eine Revolution
ohne weitergedacht zu haben, ohne ein Weltmodell zu haben, auch ein Wirtschaftsmodell, ist sinnlos. Und diese Form von Weltrevolution hat er ja auch zur Voraussetzung gemacht, dass es eine Weltrevolution ist. Das schreibt er ja auch. Das hat alles keinen Sinn, wenn man das nur an einem Ort macht, sondern es muss eigentlich ein weltumspannendes, so wie der Kapitalismus sein, eine weltumspannende Gegenkraft sein. Und ich glaube nicht, dass wir jetzt da so nah dran sind. Meine größere Sorge ist, dass es kollabiert und wir nicht wissen, wie es weitergeht. Einstweilen erlebt der Tote von Highgate sein Comeback. Marx ist wieder in den Köpfen. Und das, so erfahren wir in Jürgen Neffes lesenswerter Biografie, war es, was er am Ende wollte. Das Bewusstsein der Menschen, die Geschichte bewegen. Das liebe Geld. Mit vollen Händen ausgegeben hat es nicht nur Karl Marx, sondern auch Dokumenta-Chef Adam Cimcik. Konkret 7 Millionen Euro mehr, als ausgemacht gewesen war. Zwar ist es sympathisch, für die Kunst ein Maximum herausholen zu wollen, doch Cimciks Zügellosigkeit hat drastische Konsequenzen. Die Documenta steht vor einem Schuldenberg, den jetzt der Steuerzahler abtragen muss. Schuld an dem Desaster will niemand sein. Geschäftsführung, Aufsichtsrat und künstlerischer Leiter patzen einander gegenseitig an. Eine Schlammschlacht, die gerade erst begonnen hat. Die Documenta 14 endet an diesem Sonntag. Und sie endet im Streit. Ein Krach, wie es ihn in Kassel bislang noch nicht gegeben hat. Zwischen der künstlerischen Leitung dieser größten Weltkunstausstellung und den Gastgebern, der Stadt Kassel und dem Land Hessen. Ein Streit, der die Kunst zum Nebenschauplatz macht. Am Dienstag berichtete die Hessisch-Niedersächsische Allgemeine Zeitung über ein 7 Millionen Euro Defizit. Die Documenta sei eigentlich pleite. Ohne die Bürgschaften von Stadt und Land von jeweils 3,5 Millionen Euro hätten Löhne und Gehälter nicht länger bezahlt werden können. Ein Skandal, so schrieb die Zeitung, für den der künstlerische Leiter Adam Cimcik durch kuriose Fehleinschätzungen verantwortlich sei. Sein Konzept, die Ausstellung als Quasi-Kunstwerk an den zweiten Spielort nach Athen zu exportieren, habe deutlich mehr Geld gekostet als geplant. Gestern hat das Team von Cimcik auf die Kritik reagiert. Mit einem Brief, einem fulminanten Rundumschlag gegen alle politisch und organisatorisch Mitverantwortlichen. Dimension und Inhalt des Projekts waren seit Ende 2013 allen bekannt, Stadt und Land eingeschlossen. Das System der Wertschöpfung einer solchen Mega-Ausstellung gehört auf den Prüfstand. Die Gesellschafter produzieren die wichtigste Ausstellung der Welt durch ein ausbeuterisches Modell. Wachstumserwartungen gefährden die Ausstellung. Als Ort kritischer Aktion und als künstlerisches Experimentierfeld. Ein Kurator, der am Pranger steht, und ein Staat, der sich als Retter profiliert. Oder mit anderen Worten, wem dient eigentlich die Kunst? Die diesjährige Ausstellung ist nicht die erste Documenta, die rote Zahlen schreibt. 1972 hinterließ der damalige Leiter Harald Seemann ein Defizit von 800.000 Mark. Seitdem sind künstlerische und kaufmännische Aufgaben klar getrennt. Geschäftsführung und Aufsichtsrat kümmern sich darum, dass die Kosten im Rahmen bleiben. Und bis zu diesem Jahr hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Aus künstlerischer Sicht passt der Umgang mit Geld von Adam Cimciks Team ins Gesamtkonzept dieser Documenta. Sie hat sich früh vom Markt distanziert, immer wieder versucht, Misstrauen zu formulieren, der Logik des Kunstmarktes, Kapitalismuskritik und die Flüchtlingsproblematik entgegengesetzt. Dass die Organisatoren dieser Weltkunstausstellung ein festes Budget von 37 Millionen Euro zur Verfügung hatten, lässt sich auch mit Kapitalismuskritik nicht wegwischen. Die Hälfte der Gelder stammt aus Steuermitteln. Die andere Hälfte muss durch Ticketverkäufe, Merchandising und Sponsoren eingenommen werden. Dass jetzt Stadt und Land einspringen müssen, um das Projekt zu retten, ruft auf verräterische Weise den Untertitel dieser Documenta in Erinnerung: Von Athen lernen. Wie unter einem Brennglas lassen sich die Mechanismen von Verantwortung und Schuldzuweisung beobachten, von öffentlicher Entrüstung und Gönnertum. Heute steht die Documenta am Pranger. Vor genau 10 Jahren war es die Regierung in Griechenland. Welch ein radikaler Perspektivwechsel. Ist es das, was Kassel von Athen lernen soll?
In Köln begrüße ich jetzt einen herausragenden Kenner der Kunstszene, den Kulturjournalisten des Deutschlandfunk, Stefan Koldehoff. Herzlich willkommen. Guten Abend. Herr Koldehoff, Aufsichtsrat, Geschäftsführung und künstlerischer Leiter schieben jetzt einander gegenseitig die Schuld am Finanzloch zu. Steht uns da jetzt eine Schlammschlacht ins Haus? Ich glaube, die hat durchaus schon begonnen, denn wenn Sie versuchen, Informationen zu bekommen, und das habe ich heute getan, dann hören Sie von Maulkörben. Wenn Sie die Darstellung von Herrn Cimcik lesen, dann hat er für vieles Verständnis, aber offenbar nicht für Fehler, die er möglicherweise selbst gemacht hat. Also da beginnt schon eine Schuldzuweisung und der Kampf um die Deutungshoheit. Jetzt Cimcik sagt, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung, die hätten immer schon gewusst, dass man mit 37 Millionen Euro Budget die Dokumente, wie er sie geplant hat, einfach nicht finanzieren könne. Ist er also unschuldig? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass unter diesen Bedingungen seinem Konzept zugestimmt worden ist. Also der Leiter der Documenta fällt ja nicht vom Himmel, sondern er muss beschreiben, was er vorhat. Und dazu gibt es dann einen finanziellen Rahmen. Und es gibt natürlich Kontrollorgane. Sie haben gerade zwei Beteiligte, Stadt Kassel und das Land Hessen, genannt. Der Bund ist über die Kulturstiftung des Bundes auch mit drin. Also da gibt es Kontrollmechanismen und denen unterliegt natürlich auch der künstlerische Leiter einer Documenta. Und wenn er von vornherein der Meinung war, das, was ich da vorgehabt habe, plus Athen, längere Laufzeit als in den vergangenen Jahren, dann hätte er vielleicht auch die Konsequenz ziehen und sagen müssen, dann ist es mit mir nicht machbar, dann lasse ich es lieber. Jetzt übt Cimcik ja quasi Kapitalismuskritik. Er sagt, er macht einen ökonomischen Druck verantwortlich und spricht von ausbeuterischen Arbeitsbedingungen. Das ist ganz klar linkes Jargon. Wird die Kunst bei der Documenta ausgepresst? Naja, also wenn man sich die Produktionsbedingungen anguckt, unter der die Documenta entsteht, wenn man mit in Betracht zieht, dass die Honorare, falls es überhaupt welche gibt, für Künstlerinnen und Künstler, da sicherlich nur einen ganz kleinen Teil ausmachen, dann kann man seine Argumentation sicherlich nachvollziehen. Viele Kunstwerke, das ist nicht nur auf der Documenta so, das ist zum Beispiel auch auf der Biennale in Venedig so, kommen nur zustande, weil die Künstlerinnen und Künstler und ihre Galeristen sie selbst finanzieren. Also Materialkosten tragen, Transport. Kosten tragen und so weiter und so fort. Da muss man natürlich schon die Frage stellen, ob das eigentlich sein kann, wenn auf der anderen Seite die Beteiligten, nämlich Bund, Stadt und Land, sich dafür ein kommerzielles Ereignis feiern lassen. Aber auch da bin ich wieder der Meinung, wenn man der Meinung ist, es geht so nicht und man muss anders verhandeln, dann muss das vor Beginn der Verantwortungsübernahme geschehen. Dann kann man das nicht jetzt plötzlich machen. Und die andere Frage, die ich mir im Moment stelle, wir kennen noch nicht alle Zahlen, also da werden für ein Kunstwerk beispielsweise Transportkosten in sechsstelliger Höhe behauptet, die möglicherweise so hoch gar nicht liegen, wenn man die andere Seite hört. Die Frage, die ich mir stelle, ist, warum fällt sowas relativ spät aus auf? Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Generell zu wenig Subvention hat? Das ist immer die Frage, was man damit möchte. Also der Etat steigt natürlich auch von Jahr zu Jahr, nicht sehr eklatant, aber da werden schon Geschichten wie Inflationsrate, Preissteigerung und so weiter mit eingerechnet. Cimcik sagt nun, im Vergleich zur letzten Documenta war das aber nicht maßgeblich. Na gut, dann muss man, wie gesagt, schauen, ist das, was ich vorhabe, tatsächlich machbar oder geht's nicht? Und dann entweder die eigenen Ansprüche runterschrauben oder sagen, das möchte ich nicht und dann sucht euch doch bitte einen anderen. Jetzt hat Cimcik sicher Verantwortung für das Geld, das er ausgegeben hat, aber auch die Kontrollorgane scheinen komplett versagt zu haben. Die Politik zum Beispiel, der Kasseler Bürgermeister ist qua Amt Vorsitzender des Aufsichtsrats, hätte also Einsicht in das Budget gehabt. Trotzdem hat keiner reagiert. Und das ist eben das, was ich nicht verstehe. Auch die Geschäftsführerin Annette Kuhlenkampf, die vorher einen großen Verlag geleitet hat, ist ja nicht jemand, der zum ersten Mal mit solchen Summen zu tun hat. Und da sind wir jetzt wieder bei Ihrer Frage nach der Schlammschlacht. Die hängt sicherlich auch damit zusammen, dass sich jetzt einige Beteiligte, und das ist eben nicht der künstlerische Leiter, die Frage stellen müssen, wer hat da möglicherweise zu spät reagiert. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Ich bekomme alle 5, 6 Tage von unserem Controlling einen Bericht darüber, ob wir noch im Etat sind. Das wird bei Dreisat und beim ZDF nicht anders sein. So ein Controlling muss es auch bei der Documenta gehen. Also da bin ich sehr gespannt auf die Antworten auf die Frage, warum erst so spät? Nun hat Annette Kuhlenkampf, die Geschäftsführerin, offenbar viel zu selten gesagt, das können wir uns nicht mehr leisten, Stopp. Nur so konnte es ja sicher zu den Überziehungen kommen. Steht der nächsten Documenta, also in 5 Jahren, jetzt ein radikaler Sparkurs bevor, beziehungsweise stehen massive Eingriffe der Politik bevor?
Nein, das kann ich mir nicht vorstellen und das kann sich auch ernsthaft niemand wünschen. Die Documenta ist die Weltkunstausstellung. Sie ist ein globales Ereignis, sie ist unglaublich wichtig und so wie Straßen und wie Krankenhäuser und wie öffentlich-rechtlicher Rundfunk und vieles andere zur Gesellschaft gehören, so gehört auch die Kunst dazu. Das darf jetzt niemand in Frage stellen, aber auch deshalb wäre es eigentlich wichtig, dass wir alle möglichst schnell jetzt klare Antworten bekommen, was ist da passiert, damit nicht die Leute Auftrieb bekommen, die sagen, ach, was soll das mit der Kunst, das brauchen wir doch eh nicht, es gibt Wichtigeres. Welche Konsequenzen würden Sie einfordern? Ich glaube, man muss dem nächsten oder der nächsten künstlerischen Leiter, Leiterin der Documenta ganz klar machen, dass es da ein Framework gibt, dass es auch finanzielle Rahmenbedingungen gibt und dass da Rechenschaft darüber abzulegen ist und man sich vorher ganz klar die Frage stellen muss, will ich nur die Freiheit der Kunst oder bin ich bereit, diese Einschränkung, es gibt finanzielle Grenzen, zu akzeptieren. Nur derjenige, der das akzeptiert, kann eigentlich der nächste Documenta-Leiter werden. Herr Koldorf, herzlichen Dank für das Gespräch und einen schönen Gruß nach Köln. Danke. Alles über die Documenta und nicht nur den Finanzskandal haben unsere Online-Kollegen auf kulturzeit.de für Sie aufbereitet. In der Krise ist auch Otto Spiegel. Zwar nicht finanziell, der Performance-Künstler steckt in einer Schaffenskrise. Zu einer ausgedehnten Suche nach dem Sinn des Lebens reicht das aber allemal. Hier kommen unsere Comic-Tipps von Maren Adler. Das Guggenheim-Museum in Bilbao. Eine Performance. Der Künstler Otto in Interaktion mit seinem Spiegelbild. In seinem Leben dreht sich alles um Spiegel. Selbst sein Name Otto lässt sich von hinten genauso lesen wie von vorn. Das Publikum ist begeistert. Doch dann erfährt Otto vom Tod seiner Eltern und seinem Erbe. Sie hinterlassen ihm eine geheimnisvolle Truhe, darin schriftliche und bildliche Dokumente seiner ersten 7 Lebensjahre. Er war das Versuchskind eines psychologischen Experiments. Alles aus seiner Kindheit wurde beobachtet und festgehalten. Otto taucht ab in seine Vergangenheit. Ein Spiegel seiner Gegenwart? Comiczeichner Marc-Antoine Mathieu, ein Superstar in Frankreich, steht für außergewöhnliche Graphic Novels. Sowohl erzählerisch als auch gestalterisch. Wäre Ottos Leben anders verlaufen, wenn er sich an einer Stelle anders entschieden hätte? Mit Otto ist Mathieu wieder eine philosophische und anspruchsvolle Graphic Novel gelungen. Spannend wie ein Krimi. Das Glück scheint perfekt zu sein. Patience und Jack haben sich gefunden und erwarten jetzt ein Kind. Ob es das Schicksal gut mit den beiden meint? Nein. Schon ganz am Anfang ist Patience tot, ermordet. Jack wird verdächtigt. Die Geschichte lässt ihn nie wieder los. Nach fast 20 Jahren ist Jack nicht weiter. Wie ist das mit der Vergangenheit? Was wäre, wenn man die Zeit zurückdrehen könnte? Könnte alles anders sein? Könnte er den Mord verhindern? Gäbe es dann eine Zukunft mit Patience? Comic-Künstler Daniel Klaus erzählt mit poppig bunten Bildern eine ziemlich dunkle Geschichte. Patience, eine psychedelische Science-Fiction-Love-Story im Stil der 50er.
Elfriede Jelinek erhält den Deutschen Theaterpreis Der Faust 2017 für ihr Lebenswerk. Die österreichische Schriftstellerin sei eine wichtige Provokateurin und unüberhörbare Stimme im öffentlichen Geschehen, so der Deutsche Bühnenverein heute in seiner Begründung. Der Faust-Theaterpreis wird dieses Jahr am 3. November vergeben. Für die Nominierten in den anderen Kategorien heißt es bis dahin noch warten und bangen. Bei uns wird's jetzt fetzig. Hiromi Uehara ist Jazzerin, aber mit verrauchten Clubs und alten Herren hat das bei ihr nichts zu tun. Ich habe noch nie eine Pianistin erlebt, die so anders, so überzeugend und so charismatisch ist wie die japanische Durchstarterin. Ihr Können hat sie an Ludwig van Beethoven geschult und an der renommierten Berklee Musikschule in Boston verfeinert. Sie ist schnell mit den Fingern, schnell im Kopf und offenbar auch schnell mit dem Kamm. Wow, that's really difficult. Sehr schwierige Frage. Es braucht Leidenschaft für den Auftritt. Ich hatte nie einen Plan B. Als Genie habe ich mich nie gesehen. Ich musste seit jeher täglich hart arbeiten. Es ist eine Kombination mehrerer Faktoren. Natürlich braucht es Talent, aber auch Glück. Geschenkt wurde der 38-jährigen Hiromi Uehara nichts. Klassischer Klavierunterricht bereits ab 6 Jahren, später auch Jazz. Gerade mal 12 ist sie bei ihrer Premiere mit einem Orchester. Akribisch studiert sie Beethoven, genau wie all die legendären Jazzpianisten. Gefördert wird sie von vielen großen Mentoren, allen voran von einem. Ahmad Jamal. Er hat mir so viel beigebracht. Was ich an ihm mag, auch mit über 80, schaut er noch nach vorne. Nach seinem liebsten eigenen Album gefragt, sagt er, mein nächstes. Ich will so sein wie er. Ein weiterer Mentor ist Chick Corea, den sie mit 17 Jahren kennenlernt. Die Improvisationen mit ihm zeugen von ihrer außerordentlichen Technik und Intuition. Diese wunderbaren Musiker haben mir so viel Inspiration gegeben. Ich hatte riesiges Glück, sie kennenzulernen. Schon früh profiliert sich Hiromi mit einem eigenen, unverwechselbaren Stil. Pendelt zwischen Avantgarde und eingängigen Kompositionen. Sie lebt heute in Tokio, New York. Ihr musikalisches Geheim ist aber immer die Bühne. Es ist eigentlich egal, wo ich spiele. Solange ich meine Musik spielen kann. Ich und jeder einzelne Mensch im Publikum. Ich spreche mit jedem durch meine Musik und hoffe, alle so zu erreichen. Um diesen einmaligen Moment teilen zu können. Ihr ganzes Charisma und Können zeigt sich im aktuellen Programm mit dem kolumbianischen Harfenisten Edmar Castaneda. Und was war es schon wieder, was den Erfolg ausmacht? Da kann ich nur sagen, hart arbeiten. Und es schätzen, dass man in seinem Leben etwas gefunden hat, das man mit Leidenschaft betreibt. Das ist Gold wert.
Die Welt trauert um eine große Fotografin. Nach fast 20 Jahren kreativen Schaffens haben wir uns heute von Cassini verabschieden müssen. Die NASA hat sie einfach verglühen lassen, Treibstoffmangel. Mit Cassinis schönsten Aufnahmen, zusammengestellt von Maria Tierfelder, verabschiede ich mich jetzt. Viel Freude mit unserer kleinen Space Odyssey. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so limitless and free, desperately in need of some stranger's hand in a desperate land? Older children.